Liebes Internet, wir spielen ein weiteres Mal eine Zwischengeschichte unserer Kelionida-Kampagne für Dungeons & Dragons in der 5. Edition. Und deswegen sitzen auch wieder diese zwei vertrauten Gesichter neben mir. Einmal Anselm, der Ubo spielt, den schicksten Halborg dieser Welt. Ich habe mich heute in Halborg... Ich weiß gar nicht, ob Halborgs grün sind. Aber ich habe mich in Halborg-Kleidungsgrün... Sie sind grün-grau. Je nach Künstler wird es unterschiedlich. Eine Blaustich. Grau oder grün. Grün-grau, blau. Ein sattes, braunes, grau-grün. Also Sie haben auf jeden Fall einen Grünstich ein bisschen mit drin. Gut. Die meisten. Das Klump kommt von den Chloroplasten. Achso, ja. Von mir aus. Wenn, ja. Möchtest du den Vorteil, dass du ein bisschen Zucker herstellen kannst, wenn du in der Sonne stehst? Ja. Das ist ja süß. Und wer bist du so? Wird keine regeltechnischen Auswirkungen haben. Ja, und das ist Erik. Erik spielt Herdal. Immer noch, ja. Ein Paladin-Befragungsspezialisten und frisch mehr oder weniger Ubos Sidekick. Ja. Vielen Dank, dass du die Sidekick-Rolle übernimmst. Ja, danke. Okay. Langer Sidekick-Erfahrung weiß ich, Sidekick sein ist cool. Hm. Ja, ich habe auch extra mich Sidekick-mäßig bekleidet. Ja. Ich kann das auch im Moment nicht ganz nachvollziehen, aber starten wir doch einfach mal. Ich auch nicht, macht nichts, mach einfach weiter. Überspielen wir das einfach. Wir haben zuletzt mit euch gespielt, wie es eine kleine problematische Vampir-Invasion in den Eingeweiden des zentralen Sitzes des Wächterordens gab. Bisschen minimal problematisch. Minimal problematisch. Minimal. Und ihr habt danach den Auftrag bekommen, ihr sollt schauen, wo die abgeblieben sind. Die wollt, ihr haben, sie haben ja euch verraten, mehr oder weniger, in welche Richtung sie wollen. Habt ihr noch parat? Ja, sie wollen einen Drachen töten. Richtung weiß ich nicht mehr. Aber Westen von euch aus. Westen. Wir hatten auch schon rausgefunden, welchen Drachen. Wetter, Eis, Schnee, Sturm, der blaue Wind. Wetterdrachen. Und wir haben einen Späher ihnen außerdem auf die hinterher gejagt, der sie beobachten soll, aber nicht zu nah ran. Das weiß ich auch noch. Der hoffentlich noch lebt. Oder der irgendwo tot liegt und dann wissen wir sind auf dem richtigen Weg. Oder der irgendwo untot ist und jetzt mitläuft. Dann wissen wir... Naja, gut. Ja. Das wäre die ungünstige Variante. Hör auf, meine Ideen zu geben. Das heißt, ihr seid damit beschäftigt, eure Sachen mehr oder weniger zu packen, zusammenzustellen, was ihr an Ausrüstung braucht. Ja. Ihr habt ja auch durchaus ein bisschen Zugriff auf Dinge, die der Wächterorden dafür zur Verfügung stellen kann. Das wäre natürlich schlau gewesen. Haben wir noch die Sachen vom letzten Mal? Ja. Er hatte irgendwas, mit dem er mich gefesselt hat. Ah, die Bänder. Genau. Blöder Sidekick, der er ist. Stimmt, konnte nicht richtig werfen. Und ich hatte so eine Nadel, die ich auf Sachen pointen kann und dann gehen sie auf. Hey, ich... Ja. Ne? Man siehe auf meinen Intelligenzwert. Also den meines Charakters, meines niedriger. I have intelligence 4. Awesome. Wir hatten auf jeden Fall eben das interessante Gespräch. Naja, du bist dumm und ich bin hässlich. Ja. Das ist, hoffentlich auf die Charaktere bezogen. Dabei dachte ich, wir hätten etabliert, du bist der hübscheste Halborg, den ich kenne, letztes Mal. Ja. Mein Charisma kann sich ja auch durch was anderes ausdrücken. Du hast auch vielleicht keine Manieren einfach. Vielleicht auch einfach ein Zahlendreher. 80 statt. Nee. Genau, da steht 08 und das sollte eigentlich 80 sein. Genau, hier sind deine Iron Bands of Bilaro. Ja, kannst du die bitte in eine andere Richtung werfen? Ich wollte dir nur sagen, wie die funktionieren. Ja? Du hast es mir quasi demonstriert. Genau. Jetzt weißt du, wie sie funktionieren, oder? Und ich finde, Ubo könnte ein Parry-Up of Wound Closure bekommen. Damit heilst du besser und du wirst sofort stabilisiert, sobald du auf 0 Lebenspunkte runtergekloppt wirst. Das heißt, wenn heute hier einer stirbt, cool. Dann du. Dann den keiner mehr braucht. Gut. Wir hatten außerdem, ein Faltboot ist vielleicht nicht wichtig. Aber wir hatten außerdem der Forschungsabteilung Bescheid gegeben und da hatte sich schon, da war schon eine Gnomin mit leuchtenden Augen sozusagen, glaube ich, dabei. Die soll das Portal sichern und sich ansehen. Genau. Was ist denn mit meiner zu befragenden Person passiert? Die wird weiterhin verwahrt, aber das wird jetzt jemand anders übernehmen. Sehr schade. Das Gespräch. Klingt ein Dilettant. Sehr schade. Mit seinen robusten Methoden. Weißt du, die Standardmethoden. Ja, also er nimmt... Antworte!
Antworte. Du hast gar keine Frage gestellt. Antworte. Oder er nimmt deinen Bericht und gibt ihn einfach ab. Das war auch eine Möglichkeit. Ja, also, der ist schon ziemlich komplett eigentlich. Ja. Es ist immer eine gute Idee, so ein Verhörprotokoll vorher schon zu schreiben. Bevor man die Antworten hat. Ja. Du als der Effizientere von euch beiden bist als erster fertig, die Sachen zu packen. Was? Ich habe den Charakter Ubo erfunden. Ich darf das sagen. Von welchem Wert leitet sich das ab? Von meiner Willkür. Wo steht die? Hier, auf meiner Seite vom Spielleiter. Schön. Und du bist auf dem Weg zu Ubos Räumen, die ihm zugewiesen wurden, als eine Elfe auf dich zukommt mit grauen Ruhm, die dich kurz forschend anschaut und dann eine Geste macht, dass du stehen bleiben sollst. Sie hat ebenfalls Abzeichen des Wächterordens. Und ich habe das Gefühl, dass sie das darf, mir eine Geste. Sie wirkt so, als dürfte sie das. Ich nicke ihr zu und bleibe stehen. Habt ihr Schild Ubotasra Ronokosch Graf Otoy gesehen? Ich bin auf dem Weg zu ihm. Es gibt da eine Sache, die ich vielleicht erst gerne mit ihm besprechen würde. Darf ich euch begleiten? Selbstverständlich. Ich weiß noch nicht, wo er untergebracht ist. Dann folgt mir. Ich führe sie. Ich weiß, wo er untergebracht ist. Ja, ich weiß, wo er untergebracht ist. Rein. Ich öffne die Tür. Ich packe gerade meine letzten Sachen in meinen Rucksack. Hat man noch so einen Rucksack? Ja, ich habe einen Rucksack. In meinen Militärrucksack, so. Ja, ich bin bereit aufzubrechen. Ah, sehr gut. Ich packe nur noch die letzten Sachen hier. Das sieht hübsch aus. Ich habe unterwegs noch jemanden vom Orden aufgegabelt, der mit euch reden möchte. Bibliothekarin Elena Garten der Vergangenheit. Wir haben ein Problem mit der Bibliothek. Das ist gerade sehr schlecht. Gibt es da eine... Nicht mit irgendeiner Bibliothek, mit der Bibliothek. Das ist auch schlecht. Ist da schon von oben eine Präferenzreihenfolge gemeldet worden? Nein, aber da ihr zu denen gehört, die sie zuletzt betreten haben... Was ist das Problem mit der Bibliothek? Es sind halb zerstörte Maschinen rausgekommen. Ist das Problem, dass die Maschinen halb zerstört sind oder dass sie noch nicht ganz zerstört sind? Das Problem ist... Ich verstehe das. Ich habe es verstanden. Du hast es natürlich noch nicht verstanden, aber ich erkläre es dir. Wenn da halb zerstörte Maschinen rausgekommen sind, heißt das, jemand ist reingegangen und hat die Maschinen halb zerstört. Richtig? Das ist das, was wir befürchten. Oder habt ihr, als ihr das letzte Mal drin wart, irgendwelche Mechanismen darin gesehen, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben? Wir haben das letzte Mal auch einen Gefangenen verloren. Wir müssen einerseits diese Leute verfolgen, andererseits müssen wir nachschauen, was in der Bibliothek ist. Glaubst du, ist es möglich, dass diese Leute in der Bibliothek sind? Wir sind nicht in die richtige Richtung gelaufen, richtig? Nee, weiß ich, von welcher Bibliothek er redet? Nein. Es ist möglich, dass diese Leute in Richtung von... einer Bibliothek aufgebrochen sind, aber... Die Mondlichtbibliothek. Ich glaube, er hat nicht den nötigen... Ah, er hat nicht die nötige Freigabe, um die Berichte zu lesen, ja. Aber wir haben das letzte Mal auch einen Gefangenen verloren. Ja. Wir müssen auf jeden Fall... Ich entscheide das jetzt einfach. Wir müssen auf jeden Fall ausschließen, dass die Leute, die wir suchen, oder der Gefangene, der geflohen ist, sich dort in der Bibliothek befindet. Sehr wohl. Und da kommen wir zumindest schnell hin. Und wenn die Maschinen alle halb kaputt sind, dann können wir sie vielleicht auch schnell durchsuchen. Gut, ich nehme trotzdem meinen ganzen Rucksack mit und du nimmst trotzdem auch dein ganzes Zeug mit. Soll ich jemanden, ihr verzögert damit eine andere Mission? Soll ich jemanden benachrichtigen? Nein, wir werden einfach zusehen, dass die Verzögerung nicht allzu lange dauert. Also benachrichtigt bitte niemanden. Gut, dann folgt mir. Gut. Du bist mit dem Weg ja schon vertraut, der ganz tief in die Eingeweide der Festung führt, bis zu einer Treppe, die dann noch tiefer und tiefer und tiefer geht, bis ihr zu dem Eingangsportal zur Mondlichtbibliothek kommt, das tatsächlich ein wenig offen steht. Zwei nervöse Wachen stehen da und am Boden vor ihnen liegen mehrere Mudronen, teils stark angeschlagen,
einer mit einem gesplitterten Auge, der mit den Ärmchen am Boden irgendwie noch so ein bisschen sich vorwärts zieht, wieder zurück in Richtung Tür, weil er keine Beine mehr hat. Da gab es diese Flächen, wo man irgendwie einstellen konnte, was sie machen sollen. Mhm. Gab es die auf jedem Apparat oder waren die da irgendwie an der Wand und das war so eine... Die hatten quasi, jeder Apparat hatte irgendwo so eine. Dann schaue ich mal, ob ich da was finde. Die sind tatsächlich aktuell auf menschliche Sprache eingestellt. Also auf das, was die meisten Leute im Seelenbund aussprechen. Ja. Ich versuche mal was. Ich drehe einen Schritt zurück. Ich schaue mal nach sowas wie Bericht oder Status oder... Jetzt würfel mal auf einfach einen Intelligenzwurf. 2. Denn ich habe plus 1. Verstehe, du hast eine 1 gewürfelt. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Du drückst ein wenig darauf rum, es sprühen ein paar Funken und die arme Kreatur haucht offensichtlich das letzte bisschen ihres künstlichen Lebens aus. Da ist offensichtlich nichts herauszufinden. Wir müssen wohl rein und nachsehen. Vorwärts. Wenn wir nicht zurückkommen, dann gebt doch in... Sie holt eins von den Amuletten raus, das euch zeigt, ob gerade Mondlicht herrscht oder nicht. Ah ja, richtig. Ich habe schon ein Amulett. Hier, leg das um. Ich zeige mal, ob Mondlicht herrscht oder nicht. Und lege es um. Derzeit ist es hell. Ja, das ist wichtig, denn wenn Mondlicht herrscht, dann... Also, ich habe es vergessen. Man kann bestimmte Sachen nur bei Mondlicht lesen. Es wird gefährlich. Es wird gefährlich bei Mondlicht. Wenn kein Mondlicht auf die Bibliothek scheint. Wenn wir in... Wie spät ist es aber jetzt? Aber derzeit ist der Himmel relativ klar, also sollte die Gefahr gering sein. Wenn wir 6 Stunden nicht zurück sind, dann erstattet Meldung, dass wir... verloren gegangen sind. Sie behandelt es in die Luft und es erscheint ein ätherisches Stundenglas. Ah. Ja. Da sollten wir uns wohl beeilen. Sehr wohl. Gut, ich gehe rein. Ich schulter meine Axt. Sie ruft noch. Vielen Dank, dass ihr es übernehmt, Schild. Sonst hätten wir jemand Neues einweisen müssen. Ja, wäre schlecht gewesen. Gut. Ja, ich gehe rein. Versuche mich wieder zu orientieren. Die vertrauten weißen Wände, in denen hin und wieder ein grauer bis schwarzer Schlierenverlauf zu sehen ist, der sich daran bewegt. Aber derzeit, solange das Mondlicht darauf scheint, eingeschlossen ist. Und die Verzweigungen und immer wieder dieses Symbol von 2 Zinken. Zählt diese Bibliothek zufällig als Geländeunterreich? Wenn man es großzügig auslegt, ja. Dann können wir uns nicht verirren, außer irgendetwas Magisches. Also sie ist auch gleichzeitig magisch. Ja, ich weiß, aber solange es da nichts Magisches gibt, das sagt, wir verirren uns. Okay, sagen wir einfach, ich fühle mich darin nicht völlig verloren, wenn ich durch die Gänge gehe und mir versuche zu merken, wie wir zurückkommen. So, und ich weiß auch noch, dass sie so eine Aufteilung hatte, die... Verzweigung. Genau. Ihr könnt tatsächlich Spuren sehen, wo sich die kaputten Maschinen, über die ihr hinweggegangen seid und die ihr endgültig kaputt gemacht habt, bei eurem Versuch, sie zu reparieren oder zumindest was zu finden, wo die langgekommen sind, weil da einzelne kleine Zahnrädchen und irgendwelche Flüssigkeiten den Boden markieren. Ja, ich versuche nach einer frischen Spur von zerstörten Maschinen sozusagen zu suchen. Als du den Schmierspuren und den einzelnen Zahnrädchen ein Stück folgst, findest du auch eine von den größeren mit 5 Armen, die ein bisschen so sind wie eine mechanische Blume, die sich öffnet. Und die in jeder der Hände eine einzelne Waffe trägt, aber der Körperteil in der Mitte ist mehr oder weniger zerschlagen worden. Von einer Waffe oder einer Kraft oder ist das irgendwie... Irgendetwas, das hat mehrere Einschläge in dem Körper erzeugt und offensichtlich dann, als hätte man reingegriffen, Material rausgezogen. Oder irgendetwas ist in der Brust von dem Wesen explodiert. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du siehst. Sind die Waffen, also die Gerätschaften dieser Kreatur, dieses Konstruktes, blutig? Teils ja. Ich mache meine Waffe bereit. Offensichtlich, also was auch immer hier dieses Konstrukt zerstört hat, wurde auch getroffen. Und blutet. Oder es waren mehrere. Ich suche nach Blutspuren. Ja, wenn es mehrere waren, dann muss ja irgendwo einer zu finden sein. Du findest ein paar Blutspritzer in der Nähe, wo die zerstörte Kreatur liegt, aber ansonsten keine weiteren. Die Blutung muss sofort wieder aufgehört haben. Bitter. Schmeckt nicht wie normales Blut. Schmeckt nicht wie normales Blut. Und es hat aufgehört. Suchen wir nach mehr zerstörten Geräten. Sehr wohl. Ja, wer?
teilen uns notfalls auch immer wieder so ein bisschen aus, dass wir noch in Hör- und Sichtweite, also um die Ecke ist Hörweite, sonst Sichtweite bleiben und suchen dann nach, also ich suche nach Zerstörten. Mhm. Ihr betretet eine von den großen, weiteren großen Hallen, wo derzeit in vollkommener Ruhe mehrere von den kleineren Maschinen dabei sind, die Tafeln, die überall in den Regalen untergebracht sind, zu sortieren, irgendwas an ihnen zu machen, Dinge drauf zu notieren, sie wieder einzulegen und hin und her zu eilen. Untereinander unterhalten sie sich mit knirschenden und quietschenden Geräuschen. Nicht angreifen. Und am Ende der Halle steht eines von diesen Wesen, eines mit einem kastenförmigen Körper, also nicht nur rund, sondern ein bisschen größer und kastenförmig, und hält den Kopf, wie ein Helm, der dir auch durchaus vertraut vorkommt, von einer weiteren Kreatur, dreht ihn hin und her und unten hängen aus der noch einzelne Stränge, metallische Seile und irgendetwas, was aussieht wie miteinander verflochtene Bänder, an denen Kristallen hängen, raus. Der dreht das hin und her und scheint zu schauen, wo kommt das her, was kann man damit machen, und wirkt etwas hilflos dabei. Ist irgendwo der Rest davon zu sehen? Wo gehst du da hin? Hm. Wie geht da beide hin? Hm, ja, ich rufe ihn herbei. In dem Fall sollten wir uns vielleicht nicht aufteilen. Wir passen auf, wenn wir uns diesem Ding nähern. Mhm. Du siehst, wenn du schaust dich um, du siehst, dass zwischen zwei Regalreihen der restliche Körper von dem Wesen liegt. Mhm. Wo der Kopf offensichtlich abgerissen wurde. Auch mehrere von den Panzerplatten, die du zuletzt dran gesehen hast, wurden abgerissen. Sieht man eine Spur zu dem Körper irgendwie? Ja, aus einzelnen kleinen Zahnrädchen und anderen Bestandteilen. Auch da sind die Waffen wieder benutzt? Nein, tatsächlich nicht. Wir sind auf der richtigen Spur. Das die Augen von dem Helm flackern auf einmal in einem Rot auf. Rot ist schlecht. Rot ist schlecht. Und der Kastenförmige dreht sich um und hält euch den Helm entgegen. Geh den Helm holen. Jawohl. Ich nähere mich ganz vorsichtig. Steck vermutlich die Waffe weg, damit ich den beiden entnehmen kann. Der Abruf war illegal, sagt die Stimme. Aus dem Helm, sobald du ihn in den Helm hast. Ich gucke ihn verwirrt an, ich drehe mich um, halte ihn in deine Richtung. Nimm ihn mit. Der letzte Abruf war illegal. Die, als wir das letzte Mal da waren, haben die immer wieder so Dinge von sich gegeben, die nicht immer sinnvoll zu sein schienen. Aber damit du das verstehst, ich denke, er meint... Der letzte Abruf war illegal und erzwungen. Ja. Das Wissen muss zurückgebracht werden. Jemand hat was mitgenommen, was nicht für ihn war. Aber was hat er mitgenommen? Vielleicht kann eins von diesen kleinen, kleineren Dingen uns irgendwie zeigen. Der Abruf war illegal. Informationen über Göttlichkeit werden nicht herausgegeben. Das ist ein deutlicher Hinweis. Wer etwas über Göttlichkeit sucht, hat wahrscheinlich vor, irgendetwas mit einem Gott zu machen. Stimmst du mir zu? Vermutlich. Wer hat Informationen abgerufen? Person gab keine Identifikation aus. Definiere Person. Humanoid. Wir kommen irgendwo hin. Aufenthaltsort der Person ist wo? Die Person hat die Bibliothek verlassen. In welche Richtung? Welchen Ausgang hat die Person genommen? Die Person hat einen selten genutzten Ausgang aus dem Bereich Historie genommen. Wie ist der Weg zum Bereich Historie? Keine Anzeigetafel zur Verfügung. Wenn ich mich recht erinnere, konnte man dieser Kleinen denen irgendwie sagen, dass sie etwas holen oder etwas irgendwo hinbringen. Ich schnappe mir mal irgendeinen von diesen Kleinen. Der versucht erst weiterzulaufen, als du den festhältst. Seine Beine, dann bleibt er nach ein paar Schritten stehen, die er an Ort und Stelle durchgeführt hat. Ich drehe ihn immer so, dass ich meine, wenn es ein Lebewesen wäre, mich sehen kann. Also er hat ein Auge. Ja, ja. Das Auge schaut dich jetzt an. Bring uns zum... Was war das? Historien? Historie. Bring uns zur Historie.
Abschnitt Historie. Das große Auge blinzelt. Da stehen wir. Ein Schild und eine Flamme des mächtigsten Ordens dieses Teiles der Welt und halten uns gegenseitig Gerätschaften, die wir nicht verstehen, entgegen. Wenigstens und nichts passiert. Wenigstens halte ich ein abgeschlagenes Körperteil in der Hand. Gut, wir brauchen so eine Tafel, so eine Anzeigetafel. Wir nehmen jetzt das damit, ich setze das hier wieder ab. Es fängt an zu laufen zu einem der Ausgänge. Eine bestimmte Richtung? Ziemlich zielstrebig und nicht da lang, wo es vorhin hingelaufen ist. Hinterher! Ich nehme den Kopf mit. Der Kopf beklagt sich erneut. Die Abrufung von Wissen war illegal. Das Wissen darf nicht entfernt werden. Das haben wir verstanden. Göttlichkeit, Abstammung von Göttlichkeit, erste Götter, Gottwerdung. Alles Wissen ist illegal. Hinterher! Der ist nicht so schnell, der kleine Modrone. Hinterher. Der läuft mit klackenden Beinchen. Sollen wir ihn mitnehmen? Ja, wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. Vielleicht finden wir eine Anzeigetafel irgendwo. Es gibt in jeder Halle gibt es eine große und die anderen Kreaturen tragen immer mal eine an ihrem Körper. Gut, wenn wir bei einer Anzeigetafel sind, sagen wir, halt mir nochmal, zeig den Ausgang in der Abteilung Historia. Die Augen, die rötlich glühenden Punkte in den Augenfacetten richten sich auf die Tafel und dann siehst du tatsächlich eine Karte, die sich dann aufbaut mit einem Lichtfunken, der ihr folgt. Passt das zu dem in die Richtung, wo das kleine Ding hinläuft? Das steuert gerade wieder auf den nächsten Ausgang. Dann folgen wir dem jetzt. Und ich schaue mir aber auch an, wo das ist und wie weit das ungefähr sein muss. Diese Bibliothek ist verdammt groß. Also du müsstest dich tatsächlich inzwischen irgendwo unter einem Seen befinden, fast. Ist der Weg sehr kompliziert? Da es immer nur zwei Verzweigungen gibt aus einer Halle. Also jede Halle hat drei Ausgänge, ist es nicht sehr kompliziert. Gut. Du musst eigentlich immer noch merken, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, gut. Links. Dann versuche ich mir das zu merken und dann können wir nämlich uns schneller bewegen als das kleine Vieh. Ihr überholt den kleinen Modron. Ja. Der läuft stur weiter hinter euch her. Irgendwann hört er sein Tick, 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 nicht mehr. Die Entfernung des Wissens war illegal. Ja, haben wir verstanden. Hast du Informationen zu dem, der abgerufen hat? Außer Humanoid. Humanoid, niedrige Körpertemperatur. Das ist eine Information. Altertümlicher menschlicher Dialekt. Wie viele Personen? 5. Aber altertümlicher menschlicher Dialekt? Doch, das passt. Denke schon. Wir haben Informationen hier abgerufen über Göttlichkeit. Wann haben Sie Informationen? Gottwerdung. Gute Frage. Letzter Mondhochstand. Wann war das? Naja, letzte Nacht. Ergibt Sinn. Dann haben Sie die Bibliothek verlassen, aber wir werden Ihre Spuren finden. Ihr kommt bei einem Ausgang an. Das ist tatsächlich, das hast du bisher noch nicht gesehen in all den anderen Hallen, dass dort zwischen den Regalen in der ansonsten glatten, weißen, wie Quarz wirkenden Wand eine Öffnung ist, die auch so sauber hineingeschnitten ist, dass man sie vermutlich, wenn sie geschlossen ist, nicht sehen konnte. Wo einfach ein Brocken rausgerückt wurde, als hätte man so ein Kuchenstück aus der Wand genommen und es mehrere Meter in die Halle hineingezogen. Das heißt, man kann raus? Würde ihn jetzt nicht mitnehmen. Nee, ich glaube nicht, dass er uns viel bringt draußen. Der redet nur dann irgendwann, wenn wir... Ja, reden ist erstmal... Wenn man sie erstmal zum Reden hat, ist gut. Dann setzen wir ihn hier ab. Ist irgendwo ein Podest oder so, oder muss ich ihn auf den Boden absetzen? Du kannst ihn in ein Regalfach legen. Ja, das perfekt. Ist das noch das würdevollste, was du hast. Ich drehe ihn so, dass er den Raum sehen kann. Setze ihn auf ein Regalfach. Aber wir versuchen mal was. Das Wissen muss zurückgewonnen werden. Zwei Individuen merken. Tür offen halten oder öffnen, wenn diese beiden Individuen zurückkommen. Es ist nur ein Kopf. Ich rede lieber mit einem Kopf als mit einem Körper ohne Kopf, also. Ja, aber, ja. Dein Amulett erlischt. Das ist, glaube ich, schlecht. Ja, raus hier. Rings um euch ein Knitzen oder ein Knarzen, als all die kleinen Maschinen, die bisher fleißig euch ignoriert und Sachen hin und her getragen haben, stehen bleiben. Raus hier! Kann man raus? Du kannst durch diesen Ausgang raus. Sehr gut, ich kann raus. Mir hinterher. Stürze ihm hinterher.
Dahinter ist ein Gang, der tatsächlich aus Stein herausgehauen ist. Und zwar sehr sauber, fast schon zwergische Arbeit. Aber nichts, keine Markierungen, keine Verzierungen oder sowas, die tatsächlich darauf hinweisen würden, wer sie erbaut hat in irgendeiner Form. Es ist einfach nur ein, als hätte man ein Rechteck durch den Stein geschoben, ungeachtet, durch welchen Stein man sich bewegt und welche Qualitäten der hat. Einfach ein Gang, der parallel zu der Außenwand der Bibliothek sich bewegt und in der Dunkelheit verschwindet, nach rechts und nach links. Hast du eigentlich Licht? Ich habe mich ja vorbereitet, darauf mit euch unterwegs zu sein. Ich entzünde eine Fackel. Gut, gehen wir den Gang entlang. Bis wir irgendwie rausfinden. Rechts oder links? Ja. Ich schaue nach Spuren. Dann. Zum Beispiel. Ist das Überlebenskunst? Nein, das wäre ja was anderes. Mach Nachforschungen vielleicht am ehesten. Investigation! Es gibt Spuren leichter Abschürfung, Schleifspuren, die nach links führen. Links! Jawohl, ich komme mit der Fackel hinterher. Ihr lauft eine ganze Weile, bis dann ist tatsächlich der Gang in einer Spiraltreppe endet. Ohne nach oben, das ist oder? Nach oben, ja. Okay, da gehen wir die Treppe hoch. Es gibt weiterhin keine Markierungen, aber dann stoßt ihr an ein Tor, das definitiv später eingefügt wurde und auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Ein Rahmen und eine Tür aus Holz mit Metall beschlagen. Hängt etwas schief in den Angeln. Komisch, dass es keiner gefunden hat. Ich schiebe es auf. Schau raus. Dahinter geht die Treppe noch ein weiter nach oben. Wo führt das weiter hin? Auch. Raus, hoffe ich. Inzwischen etwas schnaufend steigt ihr nach oben und steht dann in einem etwas modrig riechenden Raum, in dem Regale an den Wänden angebracht sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Fässern. Es riecht nach Essig, altem Gemüse. Es war wohl mal ein Lagerraum für Essen. Sieht das aus, als wäre das irgendwie in Benutzung? Guckst, da sind Einmachgläser, auf denen in elfischer Schrift relativ frische Jahreszahlen notiert sind. Ich halte meine Axt bereit. Geh, bahn mir weiter den Weg irgendwie in den unterfreien Himmel. Ihr kommt in einen Flur, einen Kellerflur offensichtlich, von dem noch weitere Räume abgehen und du siehst eine Treppe am Ende dieses Flurs, die nach oben führt und dort liegt eine Leiche. Da lang. Ja. Immer den Leichen nach. Eine Elfe in relativ einfacher Kleidung, beziehungsweise in einer Kleidung, die eine Elfe trägt, die Dienerin in einem hohen Haus ist. Das heißt, die darf nicht zu reich verziert sein, aber sie darf auch nicht ärmlich wirken. Mhm. Es gibt da sehr viele wichtige soziale Abstufungen. Und deren Kehle mehr oder weniger rausgerissen wurde. Dafür gibt es aber erstaunlich wenig Blutspuren. Ja, dann weiter. Gesicht ist blass und voll regelrecht in Schrecken verzerrt. Sie ist mit offenen Augen gestorben. Ich kann mir gut vorstellen, wer das war. Ja, ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Ja. Ich glaube, wir waren uns aber auch schon vor einer halben Stunde sicher, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Ja, aber jetzt sind wir uns ganz sicher. Ja. Sollten wir in dem Bericht dann erwähnen, dass wir uns ab jetzt dann ganz sicher sind, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Sehr wohl. Ihr kommt in einer Küche heraus, als ihr die Treppe nach oben nehmt, in der Feuer heruntergebrannt sind, ein schwerst verkohltes Irgendetwas hängt über einer der Herdstellen. In mehreren Kesseln sind nur noch eingedickte Überreste, ein Fliegensurren in der Luft und ansonsten herrscht Stille. Es gibt mehrere Ausgänge, unter anderem einen ins Freie, in etwas, was aussieht wie ein Garten, ein Küchengarten oder so etwas ähnliches. Kann man irgendwie versuchen festzustellen, wie lange das schon offensichtlich sehr überstürzt verlassen worden ist? Nachforschung? Ja. 7. Kennst dich nicht so richtig mit Küchen und Nahrungsmittelzubereitung aus. Nee. Du kannst andere nicht sagen, ob das Essen hier seit einem Tag oder einer Woche steht.
Normalerweise kümmern sich andere Leute darum, was du isst. Also ich denke mir jetzt mal messerscharf, dass die, die wir verfolgen, kein Interesse an diesem Haus haben. Das heißt, sie werden auch versucht haben, rauszukommen. Also werde ich bei der nächstbesten Gelegenheit, eine bietet sich ja schon, nämlich in diesem Kräutergarten, immer wenn ich rausgehe und der Boden weicher wird, nach Spuren suchen, ob da eine Gruppe an Leuten langgelaufen ist. Es ist tatsächlich ein liebevoll angelegter Küchengarten mit Beeren, die aus so Hängeampeln herauswachsen. Du siehst am anderen Ende einer gepflegten Wiese einen Bienenstock, so, beziehungsweise mehrere Bienenstöcke, um die es herum summt, und Beete, in denen verschiedene Gemüsesorten, Kräuter und dergleichen angelegt sind. Wenn du dich umdrehst und hochschaust, siehst du, dass du aus einem sehr gepflegten, größeren Anwesen gerade herausgetreten ist, dessen elegante Formen und wie die Fenster angeordnet sind und wie die Türme oben herausragen, ziemlich eindeutig elfischer Baukunst ist. Ja. Habe ich irgendein Wissen über diese Gegend? Sagen wir, wir sind ja wieder oberirdisch. Kann ich mir irgendwie denken, wo wir hier sind? Du bist vermutlich beim Kranichsee von der Orientierung her, würdest du sagen. Und hier leben mehrere reiche elfische Diplomaten. Okay. Ich nehme an, den Rest des Hauses haben wir schon getroffen. Unten bei dem Tor, Portal, was auch immer. Ich weiß nicht, warum würden sie dann die Dienerin töten? Ich suche nach Spuren im Kräutergarten. Ob sich da eine Gruppe von 5 Leuten ungefähr wegbewegt hat. Das würde ich jetzt als Überlebenskunst machen, weil es jetzt quasi auf die kleine Kenntnis in der Wildnis dich zurechtzuführen. 14. 14? Mit 14. Die Spuren, die du findest, sind alle die von einer leichten Person, die elegante Pantoffeln getragen hat. Hier sind sie offensichtlich nicht raus. Hier sind sie nicht raus. Gut, dann gehe ich wieder rein, durch die nächste Tür. So lange, bis ich irgendwas finde, was entweder eine Spur ist oder halt irgendwie eine Tür nach draußen. Du gehst draußen und stehst in einem prachtvollen Flur, wo jemand kopfüber mit durchgeschnittener oder durchgebissener Kehle an einem Kandelaber von der Decke hängt. Ja, hier hat sich jemand den Weg nach draußen gebahnt, das ist erkennbar. Den Leichen nach? Den Leichen nach. Den Leichen nach. Wonach sonst? Ich wollte nur sicher gehen. Ja, ist gut. Sicher gehen ist gut. Ich gehe den Flur entlang, auf der anderen Seite raus. Du gehst auf der anderen Seite raus, das ist das Hauptportal, aus dem man das Haus verlässt, mit einer elegant mit Kies gestreuten Zufahrt. Und dort stehen mehrere Leute in Livree von vom örtlichen Magistrat, also die Miliz quasi, das, was das anstehende Armee im Seenbund so gibt, die jetzt allesamt ihre Hellebarden auf dich richten. Unsere militärische Organisation genießt doch hier sicherlich einiges Ansehen. Ja, ihr seid ja keine militärische Organisation. Unsere nicht-militärische Organisation genießt sicherlich einiges Ansehen. Mehr oder weniger. Ja, aber erstmal sind jetzt alle Waffen auf dich gerichtet und jemand sagt, ein Halborg! Immer das Gleiche. Ich bin Schild Ubo das Ronokosch Graf Otoy. Und das ist Flamme Herdal Borngard. Wir verfolgen 5 mordlüsterne, sagen wir, Verbrecher, die sich den Weg hier rausgebahnt haben. Offensichtlich habt ihr es schon bemerkt. Ein Halbelf mit den Abzeichen eines Hauptmannes tritt vor. Ja, ich sollte noch sagen, und wir sind vom Orden des, wer ist unser Orden? Ihr seid der Wächterorden. Wir sind der Wächterorden. Das würde man bei mir auch sehen. Ja, ihr tragt beide Abzeichen des Wächterordens. Der Hauptmann tritt vor. Schaut sehr zweifelnd an dir rauf und runter, schaut dein Abzeichen an, hebt die Hand, ohne dich zu fragen, ob er das darf, und toucht da dran rum. Ein bisschen Respekt, bitte. Er macht nur seine Arbeit. Ich gebe zu, ich habe nicht genügend Erfahrung mit solchen Abzeichen, aber ich würde euch trotzdem gerne zur Sicherheit in Gewahrsam nehmen. Uns wurde gesagt, dass sie jetzt Gewalt haben. Was? Nein, das kommt nicht in Frage, dass ihr uns in Gewahrsam nehmt. Ich bräuchte irgendjemandes Wort, dass ihr tatsächlich zum Orden gehört. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Halborg im Orden dient. Habt ihr schon mal davon gehört? Darf ich euer Gesicht sehen? Natürlich. Ich nehme den Helm ab. Pack ihn unter den Arm. Ihr hättet meins, wenn es reicht. Euch kenne ich auch nicht. Wer ist euer Vorgesetzter? Mein Vorgesetzter ist er. Mein Vorgesetzter ist Sutram Anrak. Sutram Anrak. Der, was hat der nochmal für einen Rang?
Der ist ein Turm. Turm des Ordens. Den. Und wer ist euer Vorgesetzter? Habe ich gehört. Mein Vorgesetzter ist Coralan, Turm des Morgens. Habe ich von dem schon mal gehört? Turm des Morgens ist eine sehr bekannte Familie. Mhm. Erzählt uns, was ihr wisst. Dann erzählen wir euch, was wir wissen. Uns wurde gemeldet, dass es hier zu Gewalttaten gekommen ist. Das können wir bestätigen. Es ist eine Bande, teilweise mit den Angestellten dieses Anwesens in ihren Reihen, letzte Nacht durch den nächsten Ort gekommen und hat dort für großes Chaos gesorgt. Wie groß ist die Bande gewesen? Um ein Dutzend Leute. Es sind mehr als vorher. Es sind mehr als vorher. Ich denke, die Informationen können wir Ihnen geben. Mehr als vorher wann? Wir sind Ihnen gestern Abend begegnet. Unterirdisch. Es gibt von diesem Anwesen führt, das könnt ihr auch nachprüfen, führt in der Küche oder im Lagerraum der Küche einen Gang weiter nach unten. Ich würde euch nicht empfehlen, ihn bis zum Ende durchzugehen, denn es ist ein sehr langer Gang und er führt in sehr tiefe Gefilde und das ist dann wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr eure Zuständigkeit, in der es auch gefährlich ist, aber wir haben diese Bande jedenfalls von unserem Ordenssitz durch diese Gänge, durch dieses Anwesen bis hierhin verfolgt und jetzt, und wir dachten, wir sind davon ausgegangen, sie wären zu fünft. Ich verstehe. Er dreht sich zu einem seiner Untergebenen hin, hört ihr offensichtlich nicht weiter zu. Okesh nutzt den Stein. Der holt ein Bündel heraus, in dem ein mit Zeichen versehener Stein ist, klopft drauf und murmelt dann hinein. Und es ist auch wichtig, dass wir sie weiterverfolgen im Auftrag unseres Ordens. Ihr bleibt hier, bis wir eure Identität wirklich geklärt haben. Wie lange euer Vorgesetzter ist informiert. Oder wird in diesem Moment informiert. Das wäre wichtig, denn wir sind auf einer Mission, die keinen Aufschub duldet. Ich versuche so die Stärke dieser Gardisten abzuschätzen. Die wirken bis auf den Hauptmann relativ unerfahren, aber gut ausgerüstet. Hm. Naja. Bauern mit Schwertern sind nicht schwerer zu bekämpfen als... Aber das würde die Mission noch weiter verzögern. Ja. Bauern mit Hellebarden. Aber. Naja, das kommt drauf an. Wir wissen nicht, also wenn sie Anstalten machen, uns festzuhalten, dann nicht. Habt ihr wohl recht. Okay. Gut, warten wir. Ich werde mich im Haus umsehen. Ihr wartet hier draußen. Das ist kein schöner Anblick. Danke für die Warnung. Er geht hinein. Die anderen schauen euch relativ unsicher und auch mit einem gewissen unwilligen Respekt an, während sie warten. Ich setze meinen Helm wieder auf. Wie lange wird das dauern? Hat er das mitgenommen, die Kugel? Nein. Derjenige mit dem Sprechstein steht immer noch da. Wie lange dauert das? Offensichtlich ist euer Vorgesetzter unterwegs. Hierhin? Scheint wichtig zu sein, ja. Gut. Eine halbe Stunde? Dann haben wir wohl doch Zeit. Ich schau mich mal so ein bisschen um, ob es hier Spuren gibt, also in welche Richtung die führen, besser gesagt. Es sind gerade mehrere Leute mit Hellebarden und mit Nägeln beschlagenen Stiefeln über den Kies gelaufen. Deswegen ist es ziemlich schwer zu sagen, was vorher zuletzt darüber hinweg ist. Jetzt zertrampelt alle Spuren. Welche Spuren? Hier sind überall Spuren gewesen. Hier sind ein Dutzend Leute durchgelaufen. Ja, wir wissen, dass hier ein Dutzend Leute durchgelaufen ist. In welche Richtung? Wir haben eine Meldung, dass sie durch den nächsten Ort sind. Oh ja, das macht Sinn. Richtung Westen, zeigt er. Das wäre auch richtig. Ja. Kann ich versuchen, irgendwie... Ich würde gerne abschätzen, wie die Stimmung unter diesen Bauern mit Hellebarden so ist. Also ob die... Hab ein bisschen Respekt, wenn sie zumindest Bauernmiliz mit Hellebarden. Bauernmiliz mit Hellebarden, ob sie da sind, weil sie wirklich, also weil sie das wollen, weil sie das müssen, weil sie Angst vor ihrem Hauptmann Motiv haben. Erkennen. Danke, ich werde das tun. Ich glaube, darin könntest du gut sein. Bei deiner Jobbeschreibung. Richtig übel würfeln, 17. Das ist doch nicht richtig übel. Ich bin auch überrascht. Also die sind hier, weil es ihre Pflicht ist und sie finden die ganze Situation unheimlich und unangenehm.
Und sie haben Angst, dass ihr möglicherweise nicht das seid, was ihr vorgibt zu sein, sondern wahnsinnige Mörder, die eine ganze adelige Elfenfamilie hier abgeschlachtet haben. Mhm. Wenn der Dom des Ordens sich entschieden hat, hier hinzukommen, dann warten wir. Der Hauptmann kommt wieder raus und sagt, übel. Ja. Vom Ende der Einfahrt in das ganze Gelände, eine hübsche, angelegte Allee mit blühenden Bäumen, führt zu einem großen schmiedeeisernen Tor, nähert sich jetzt ein Wagen mit dem Symbol des Ordens drauf. Und sogar bevor der überhaupt richtig zum Stehen gekommen ist, kommt Zutram Anrak auf der Seite rausgesprungen. Achtung! Er geht an euch vorbei, nickt nur ganz kurz und ziemlich gehetzt fast, zieht den Hauptmann beiseite und redet kurz mit dem ein Stück weiter weg. Rühren. Es scheint wirklich wichtig zu sein. Dann kommt er wieder zu euch zurück. Mitkommen. In den Wagen oder? Nein, ins Gebäude. Ja, gut. Ihr geht in den Flur, schließt die Tür hinter sich. Über euch hängt immer noch die Leiche. Übel. Was genau ist passiert, dass ihr auf einmal hier an einem Ort auftaucht, wo eine ganze Familie abgeschlachtet wurde? Nicht nur irgendeine Familie. Wir haben den Auftrag gehabt, die Gruppe zu verfolgen. Wir haben die Meldung bekommen, dass etwas in der Mondlichtbibliothek mehrere von diesen Apparaten zerstört hat. Wir haben eins und eins zusammengezählt, wir haben nachgesehen, wir haben sofort daraus schließen können, dass diese Gruppe sich Zugang zur Mondlichtbibliothek verschafft hat, sich Informationen aus der Mondlichtbibliothek... Warte, was für Informationen? Sich Informationen zu Göttlichkeit, Werdung zu Gott und... Habe ich noch was vergessen? Das war das Wichtigste. Verschafft hat Informationen, die nicht hätten, also laut dieser Apparate nicht hätten aus der Bibliothek entfernt werden dürfen, die nicht rausgegeben werden. Und da das ziemlich gut passt zu dem, was wir bereits wissen, was diese Gruppe vorhat, haben wir sie weiter verfolgt, sind durch einen Nebenausgang hier in einem Haus wieder aufgetaucht, wo sie offensichtlich auch durchgegangen sind und haben dann diese Bauernmilizen getroffen, die uns aufgehalten haben. Und da wir die Beziehungen zwischen uns nicht verschlechtern wollten, haben wir auch gewartet. Und da wir auch wussten, dass Ihr dreht euch um und schließt die Ohren. Ich drehe mich um und schließe die Ohren. Du hältst die Hände an deinen Helm? Ja. Nein, ich drehe mich um und gehe ein paar Schritte weg. Aus unserem letzten Gespräch war ich ja noch bereit zu sagen, dass wir versuchen, das Ganze einzugrenzen, dass es vielleicht noch nicht so schlimm ist. Aber jetzt ist die Bibliothek offensichtlich beschädigt worden. Mhm. Und sie wollen Wissen über Gottwerdung haben? Ja. Über Göttlichkeit? Und wie das möglich ist? Ja. Und das hier alles? Ja, und im Nachbardorf sieht es bestimmt nicht besser aus. Und sie sind mehr geworden. Ja. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass das ja jetzt fast nicht mehr irgendwie... So groß kann der Teppich gar nicht sein. Wisst ihr, wem das Haus hier gehört hat? Im elfischen Adligen, ich bin da nicht so... Das Dolly ist nur Tor der Mitternacht, einer der wichtigsten. Er ist der aktuelle Botschafter. Und ihr mit mir drin. Ist er tot? Oder weg? Ihr seid doch nicht gerade unauffällig, Ubo. Und ja, er ist tot. Er liegt oben mit seinen zwei Kindern. Naja, was heißt denn mittendrin? Immerhin, Glaubt ihr, die werden da draußen nicht drüber quatschen, dass ein Halborg, der behauptet, zum Orden zu gehören, hier unterwegs war? Als ich euch in die Reihen von diesem Orden aufgenommen habe und euch unterstützt habe, ging ich davon aus, dass wir auf einem guten Weg sind und dass ihr auch mich unterstützt in dem, was wir vorhaben. Aber in letzter Zeit habt ihr nur einen Fehlschlag nach dem anderen geliefert. War es ein Fehler, jemanden wie euch als Protégé anzunehmen? Hättet ihr es lieber gehabt, dass niemand diese Gruppe verfolgt? Vielleicht jemand, der mir ein bisschen Rückmeldung gibt? Oder jemand anders hätte von Anfang an sich darum kümmern sollen, denke ich. Um diese ganze Angelegenheit. Es ist noch keiner weggegangen, der weiß, dass wir hier sind. Wir können das Problem also noch lösen. Darum werde ich mich kümmern. Und dann muss ich nach Sheolana und mit Theoderich reden, weil angeblich gibt es auch schon einige Leute, die ihm ins Ohr flüstern wollen aus dem Orden darüber, dass dieser Krieg vielleicht gar nicht das ist, was er zu sein scheint. Da verschwinden immer wieder Leute, zum Beispiel die, denen wir zuletzt den Auftrag gegeben haben, sich darum zu kümmern. Dass... Hör mir zu, Eckzahn, du hast noch eine Chance.
den Arresten, geh zu den Drachenblütigen und erledige diese Angelegenheit, bevor es da zu irgendeinem größeren Ärgernis kommt. Verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Das ist meine letzte Chance. Ich nehme die Flamme mit. Ja, der weiß eh schon zu viel. Ja, ich sorge dafür, dass er das nicht weitergibt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Schluck. Gut, er macht die Tür wieder auf, geht raus, nimmt dem einen Soldaten den Sprechstein aus der Hand und drückt ihn dir in die Hand. Wir bleiben in Kontakt. Ich muss weitere Angehörige des Ordens rufen, Sir. Ihr bleibt alle hier. Fängt er an, mit denen zu reden und offensichtlich Dinge zu klären. Ich klopfe ihm gegen den Helm. Dann. Flamme, wir haben einen neuen Auftrag mitkommen. Jawohl. Ihr haltet hier weiter Wache. Gute Wache. Ist seine Identität jetzt... Ja, seine Identität ist geklärt. Ja, ihr solltet euch das merken, dass er einen Halbock nicht grundsätzlich als Verbrecher ansieht. Für den Rest eures Lebens. Gehen wir. Sundrum Anreif zieht bei für den Rest eures Lebens kurz eine Augenbraue hoch. So als fände er die Formulierung amüsant. Tja, vielleicht hat er mich wegen meiner Komikerfähigkeiten eingestellt. Eures nicht... Egal. Egal. Ja, Borngard, mitkommen. Ja. Wir entfernen uns. Richtung Westen oder Richtung Endersdorf. Wir haben einen neuen Auftrag. Wir gehen zu den Drachenblütigen und klären die Angelegenheit. Zu den Drachenblütigen? Ja. Offensichtlich ist das der Weg, den dieser Vampir eingeschlagen hat. Es wird immer besser. So, wir haben es also mit einer Gruppe von einem sehr mächtigen, vier Mächtigen und 6, 7, 8. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Das müssen wir noch rausfinden. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Wir sind nur zu zweit. Wir haben einen Kommunikationsstein. Mit dem können wir mit dem Turm des Ordens in Kontakt bleiben. Sind innerhalb von einem Tag mehr als doppelt so viele geworden? Alles Menschen, sagt der Hauptmann. Die ganzen menschlichen Angestellten hier auf dem Gelände. Ich möchte gar nicht fragen, wie viele Menschen in dem nächsten Dorf wohnen. Nur Menschen? In der Gruppe. Nein, im nächsten Dorf wohnen verschiedenste Leute, aber auch Menschen. Ich meine hier. Alle Elfen sind tot? Alle Elfen sind tot. Das ist ein Detail. Und in der Waschküche war noch ein Halbling. Danke für die Information. Nein, entfernen wir uns. Also nur Menschen. Nur Menschen. Vielleicht taugen die anderen nicht. Zum Was auch immer sie mit ihnen anstellen. Ja, das ist schon mal eine... Ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Nachricht für mich ist. Ehrlich gesagt. Ja, ich sehe das anders, aber es freut mich, dass ihr dann beruhigt her sein könnt. Ich weiß es nicht. Beide Möglichkeiten scheinen mir nicht sehr attraktiv zu sein. Nicht für eine Militärkarriere. Gut. Bevor ich zu einem... Ihr wisst schon. Ja? Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Du hast mir gar nichts zu sagen. Das war kein Befehl. Klar, aber so. Mehr eine Bitte. Vermerkt. Ich, Danke. Nehme weiter den Weg zum nächsten Dorf. Falls notwendig, schaue ich auch nach Spuren, aber ich denke mal, zum Dorf findet man. Mhm. Ja. Und wenn wir in die Nähe kommen, schaue ich mich da erstmal vorsichtig um und lasse ihn zurück. Also nicht im ganzen Dorf, aber nähere mich dem Dorf erstmal vorsichtig. Du siehst da auch einige von den Milizionären, die bei einigen Häusern stehen, wo Leute sich mit ihnen unterhalten, sichtlich aufgebracht. Einer steht auch am Dorfbrunnen und späht in die Tiefe, dreht sich da zur Seite und übergibt sich. Ich beobachte das einfach weiter und schaue, ob irgendjemand mal in irgendeine Richtung gestikuliert oder ähnliches. Du siehst wie bei den Gesprächen immer mal wieder jemand Richtung Westen. Gut, dann bewege ich mich vorsichtig wieder weg. Ich habe gar keine Lust, mich nochmal mit der Miliz abzugeben. Gehe zurück zu ihm und dann umrunden wir das Dorf
in großwürdigem Abstand. Wie weit ist es weg ungefähr? Das Dorf? Mhm. Jetzt von da, wo wir stehen. Oh, keine Ahnung, 150 Meter. Ja, ihr habt, okay. Ihr habt zu die... weit. Also. Da war eine ganze Reihe von Villen am Seeufer, ja. Wo ja ihr auch aus einer rausgekommen seid. Und das Dorf war jetzt eine halbe Meile oder so davon weg. Okay. Ja. Also auf jeden Fall haben wir einen großzügigen Abstand gelassen. Mhm. Und dann bewegen wir uns auch großzügig drumherum. Es ist relativ eingeschränkt, wie ihr euch hier nach Westen dann weiter bewegen könnt. Da ist die Landbrücke zwischen dem Wintersee und dem Kranichsee. Und ja. Nein, okay, dem Wintersee und dem Dennersee, dem Wintersee und dem Kranichsee. Gut, die Brücke ist wahrscheinlich normalerweise irgendwie mit Pförtnern oder ähnlichem. Es ist eine Landbrücke. Also da ist so, einfach, ja. Da ist ein breiter Streifen Land, okay, aber ja. Das erschränkt ein bisschen ein, wo ihr euch lang bewegen könnt. Dann keine toten Pförtner, aber dann ist auch relativ klar, wo wir uns lang bewegen. Ja. Wir können es ein bisschen zusammenfassen. Ja, weil ihr könnt quasi einer Spur von Dörfern, in denen es heißt, es gab Überfälle, es sind Leute verschwunden, immer nur Menschen, die verschwunden sind über Nacht, die einfach ganze Häuser leer gelassen haben. Teilweise gab es einzelne Morde, offensichtlich von Leuten, die das beobachtet haben oder die irgendwie zu einer Szene dazukamen, bis ihr euch tatsächlich der Grenze nähert. Erstmal der Grenze zu einer der hochelfischen Nationen, die... Puffer ist vielleicht das falsche Wort, aber sie liegt als am Streifen zwischen dem Seenbund und dem Hochland, in dem die Drachenblütigen leben. Vielleicht sollten wir diese Informationen schon mal... Ja. Weil das sieht nach einer halben Armee aus. Ja. Ich schätze ungefähr, wie viele Leute, die aus den einzelnen Dörfern mitgenommen haben, dann... Insgesamt dürften das inzwischen 50, 60 Leute sein. Hole ich diesen Stein? Mhm. Klopfst du einmal drauf, die Symbole drin fangen an zu leuchten. Oh. Ja, rein, einfach rein. Was? Okay. Die Verfolgten sind mittlerweile auf 50 bis 60 angewachsen. Scheiße. Habe ich auch gedacht. Wir machen uns jetzt auf, die Grenze zu überqueren. Wie viele Zeugen? Jedes Dorf. Warum kann er nicht nach Norden? Wir müssen, dass er nach Norden geht. Wir müssen wieder eine Verbindung zu Arkea herstellen. Niemand wird uns glauben, dass die Vampire mit denen zusammenhängen, wenn die jetzt zu den Drachenblütigen reisen. Ich versuche, weitere vertrauenswürdige Leute hinterher zu schicken. Sind die Milizionäre noch ein Problem? Nein. Dann könnte man doch zumindest vielleicht den Ursprung, also wo die hergekommen sind, vielleicht... in den Norden liegen. Ein kleines Gerücht hier, ein anderes Gerücht da. Vielleicht bist du doch nicht so unnutzlos. Vielen Dank, Turm. Wir sprechen uns. Gehen die Runen auf einmal alleine wieder aus? Die gut. Dir schon wieder. Gefällt mir nicht, man ist ja quasi dauernd unter Beobachtung. Ja. Wie, als würde man so eine Art Peil sein, damit sich rumtragen. Naja. Es ist lange her bei euch, dass ihr eines niedrigeren Ranges wart. Kann das sein? Eine gewisse Weile. Ja. Warum? Nur eine Beobachtung. Na dann, auf über die Grenze. An der Grenze wird normalerweise kaum kontrolliert, weil man friedlich zusammenlebt und eigentlich großes Vertrauen herrscht und nicht nur gerüchteweise, sondern nahezu auch faktisch gute Teile des Seenbundes von den Hochelfen aus Chespeli, das ist die Nation, in die ihr euch hineinbewegt, regiert wird. Diesmal aber stehen tatsächlich, die Seite des Seenbundes verlasst ihr ohne Probleme, da sind Leute, die euch zunicken, aber dann mehrere hundert Schritt weiter auf der anderen Seite einer Brücke stehen die Grenzbefestigungen der elfischen Nation von Chespeli. Du möchtest irgendwas tun? Ja, bevor wir da auftauchen, sollten wir vielleicht uns von unseren Erkennungszeichen befreien. Ja, wir können dir noch nicht sagen, dass wir hier als Angehörige eines nicht-militärischen, aber Ordens einfach so in ihr Reich unterwegs sind, ohne Papiere, ohne nichts. Aber wir sind in offizieller Mission hier und wir haben ein... Ja, und wie lautet unsere offizielle Mission? Die Verbrecher zu... was auch immer das für Leute sind, zu verfolgen, die bei uns eingestiegen sind. Ich weiß nicht, ob sie das so gut finden, dass wir in ihrem Land Verbrecher jagen. Verbrecher? Ich glaube kaum, dass sie das so gut finden, dass diese, was auch immer das für Leute sind, jetzt in ihrem Land sind. Ja, aber ich glaube, sie finden es trotzdem besser, wenn wir einfache Reisende sind, die auf dem Weg in ihre Nation sind, um
Ich weiß nicht. Ist das eine Order? Ja, nehmen wir die Abzeichen ab. Das fühlt sich sehr komisch an. Ich nehme mein Abzeichen ab. Auf der Seite von Shispeli stehen tatsächlich mehrere Bewaffnete. Alle drei Abzeichen natürlich. Alle drei Abzeichen. Die euch mit ruhigem, gelassenem Blick begegnen, aber einer gestikuliert hin und sagt, Mensch? Ja. Bürgt ihr für den Menschen? Ja. Ich sorge dafür, dass er nichts Dummes macht. Entschuldigt das erhöhte Misstrauen, aber es gab ein Problem mit einer Bande Menschen. Was für ein Problem? Sie haben große Karren einen Ort weiter versucht, über den Fluss zu schaffen, und als wir sie untersuchen wollten, kam es zu Gewalt. Es sind mehrere Grenzwächter gestorben. Schlimm. Die können sich einfach nicht mehr benehmen. Große Gruppe? Ja, mehrere Dutzend, wurde uns gesagt. Eine Zusammenrottung. Wie nennt man das, wenn viele Menschen einen Haufen bilden? Ist das ein Schwarm? Eine Rotte? Wir sagen für gewöhnlich einfach ein Pöbelhaufen. Gruppe. Eine Gruppe. Sollte dafür ein spezielles Wort geben. Also ab einer Gruppe von 50 ist es Pöbel. Ein Pöbel. Ein Pöbelmenschen hat die Grenze überquert. Ein Pöbelmenschen, so viele. Habt ihr da Wachen darauf angesetzt? Ja, natürlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, stimmt. Shespeli lässt sich so nicht demütigen. Bitte tragt euren Namen in das Grenzbuch ein. Obu. Du war. Kona. Shirak. Die meisten Nicht-Orks haben sowieso keine Ahnung, wie orkische Namen zusammengesetzt sind. Das heißt, wahrscheinlich könntest du alles da reinschreiben, ohne dass es verdächtig wird. Borndal. Herdgard. So heißt du jetzt. Du wirst als... Habe zum Glück einen Helm auf. Du wirst als ein Herr Borndal Herdgard reisen. Ja. Ich sage nördlich, sagte er, ne? Mehrere Meilen nördlich. Mhm. Dann bewegen er wir uns. Er murmelt etwas über das Buch und ein Schimmern läuft über die frisch eingetragene Tinte. 5 Tage könnt ihr unbehelligt im Reich bleiben. Wie groß ist das Reich? So kann man da. Es ist ein relativ schmaler Streifen an dieser Stelle. Man kann auf guten Straßen und wenn man zwischendurch vielleicht noch eine weitere Reisemöglichkeit nutzt, in 5 Tagen zur westlichen Grenze kommen. Gut. Aber vielleicht sollte man sich beeilen. Danke, gute Wacht. Wir werden auf dem Weg bleiben, bis wir aus der Sichtweite sind, aber dann einen Haken nach Norden schlagen, um auf die Spur des Pöbels zu kommen. Vampirpöbel. Erst hier schwerer zu verfolgen, weil es offensichtlich keine weiteren Übergriffe gab nach der Grenze. Und die Elfen ungern mit euch darüber reden. Eine Gruppe an 50 Leuten macht Spuren. Ja, gut. Also, ich glaube, mit meinen Erfahrungen und 50 Leuten, die Spuren machen, das kann man dann schon. Ich meine, wie lange ist das her? Wir sind in einen Tag vielleicht. Während ihr durch Shespeli reist, während der 5 Tage, in einer der kurzen Nächte, die ihr euch dann doch gönnen musst, träumst du wieder von Nizhny und von Flüssen aus Magma unter der Erde und von Spinnen, die ihn verfolgen, mit seltsamen, toten Gesichtern, die auf ihren Panzern gewachsen sind. Nizhny! Schläft unruhig. Lass die nicht fressen! Werde irgendein Stoffding in der Hand haben, wo das Wächteremblem drauf ist in der Nacht. Ein Wächterschnuffeltuch. Und werde offensichtlich sehr verwirrt darüber nachdenken, was hier passiert. Ihr verlasst Shespeli Richtung Westen und seid dort im Bergland, das von den meisten Schuhen zum Land der Drachenblütigen gezählt wird. Mehr oder weniger, weil Shespeli keinen Anspruch darauf erhebt. Was unter anderem daran liegt, dass es quasi nicht zu irgendwelchen Ackerbau oder dergleichen geeignet ist. Sondern erst nur von kalten Wäldern überzogen ist und dann in Steilwände übergeht und in Wege, die in wildem Zickzack hin und her gehen. Und dort verliert ihr irgendwann die Spur von der Gruppe auf den steinernen Wänden und den in den Fels geschlagenen Stiegen. Es ist schwer festzustellen, wo Füße zuletzt entlang gegangen sind. Ich könnte auch würfeln. Ja, dann würfeln mal auf Überlebenskunst.
Wie vermehrt Boden verschluckt. Verdammt! Ihr wart schon einmal hier? Ich war schon mal hier. Das ist meine Frage. Nein. Schade. Warum? Weil ihr dann eventuell eine Idee hättet, wo wir weiter... Also der Weg führt weiter den Berg hinan. Also, wir gehen den Berg hoch. Und wir folgen einfach dem Weg. Wir gehen davon aus, sind die bisher Querfeld eingegangen oder haben sich einen Weg gesucht? Oder zuletzt haben sie den Weg genommen, weil Querfeld ein auch wirklich sehr schwierig ist. Dann folge ich gerade einfach. Seid ihr auch in einer speziell verkarsteten Gegend mit überall Löchern im Boden, Öffnungen, die irgendwie wohin führen. Der Berg sieht aus, als würden ihm Zähne fehlen, regelrecht. Dann folgen wir dem Weg, aber ich suche irgendwie nach Spuren, sowas wie ein abgerissenes Stück Stoff oder so die klassischen zerbrochenen Zweige. Ich meine, hier gibt es ja keine Zweige. So du bist doch abgelenkt irgendwie davon, wenn du dich umschaust von einem Glänzen oben, hoch oben am Berg, am Joch, wo zwischen zwei Bergspitzen der niedrigste Punkt ist. Dann schaue ich da mal hin. Dort steht ein Tor, ein vergoldetes. Vielleicht sind sie da hingegangen. Also ich würde ein Auge drauf haben, ob uns jemand folgt und dann, als er mich anspricht, mich umdrehen. Ihr seht eigentlich nur die Spitzen von einem Dach, ein großes Tor, das offensichtlich gleichzeitig auch wirklich ein Gebäude ist. Nicht einfach nur eine Tür quasi oder ein Torbogen. Gut. Wir haben ein Ziel. Steht. Wir haben ein Ziel. Wir beschleunigen unseren Schritt und eilen dahin. Es mal, ist? Wie weit entfernt ist das? Höhenmeter oder? Stunden. Oberflächenstrecke. Nicht mehr ganz eine Stunde, die ihr in Serpentinen den Berg hoch müsst, würdest du schätzen. Dann gehen wir weiter hoch. Inzwischen ist es auch etwas schwerer geworden zu atmen. Es ist immer mal wieder eine Pause nötig, um ein bisschen besser Luft zu bekommen. Und dann wird endlich der Weg wieder ein bisschen flacher, als ihr das Joch erreicht. Ich möchte bemerken, wir sind vielleicht hässlich und dumm, aber wir haben beide eine sehr gute Konstitution. Ihr habt eine super Konstitution, aber trotzdem ist die Luft inzwischen dünn. Ich möchte bemerken, dass in voller Rüstung Bergwandern zu gehen echt eine scheiß Idee ist. Aber vermerkt. Zwei rotschuppige Drachenblütige in Rüstung stehen vor dem Tor. Offensichtlich, ihr habt sehen können, während ihr euch darauf zugearbeitet habt, dass sie irgendwann aus einer kleineren Tür aus dem Gebäude rausgekommen sind. Und euch jetzt mich. Mit ruhiger Erwartung entgegenschauen. Der hat gegrüßt. Mein Name ist Obu. Ist hier ein Pöbel Menschen vorbeigekommen? Zwei schauen sich an. 50, 60. Klasse Menschen. Ich habe noch nicht so viele Menschen gesehen, aber ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Was ist das? Das ist das Tor zum Tal. Was ist das für ein Tor? Es ist eigentlich mehr oder weniger eine kleine Festungsanlage. Aber eine Festungsanlage, aber man kann durchgehen. Und ihre gesamte Oberfläche ist dünn mit Blattgold überzogen. Es ist in den letzten zwei Tagen hier irgendeine größere Ansammlung an Personen langgekommen? Nein. Gibt es einen anderen Weg ins Tal? Haben sie verloren. Es gibt viele Zugänge zum Tal, aber der wahre Zugang liegt in unserem Inneren. Was heißt das? Glaube führt zu den Drachen. Ja. Dürfen wir durch das Tor? Was ist euer Begehr? Wir möchten für das Wohlergehen des Sturmdrachen beten. Dann seid willkommen. Er tritt beiseite und öffnet langsam das Tor. Danke. Er betretet heiligen Boden. Hier ruhen die Drachen. Hier schläft Korak Nakal in der Umarmung der heißen Erde. Korak Nakal. Korak Nakal. Korak Nakal. Ich trete durch das Tor. Hier geht es wieder bergab und die Luft riecht anders. Sie ist
warm und seltsam schweflig. Und unter dir siehst du einen riesigen, weiten Kessel, der ringsum von Bergspitzen eingerahmt wird. Du siehst Tempelanlagen, ebenfalls mit Metall offensichtlich belegt oder anderen Materialien, die das Licht widerspiegeln. Du siehst verschiedenste Quellen und Seen, die wie Juwelen leuchten in Gelb, in Rot, in Pink, in Blau und von denen Dampf aufsteigt, der diesen Schwefelgeruch offensichtlich mit sich trägt. Die Erde scheint hier Hitze auszustoßen und auszuatmen und heißes Wasser in die Luft zu blasen. Hier mag ich's. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, hier hinzukommen. Wir haben sie entweder überholt oder sie haben einen anderen Weg genommen und wir sind hinter ihnen. Auf jeden Fall gehen wir in die richtige Richtung. Ab jetzt ist es ein Rennen. Beschleunige meine Schritte. Und schreite den Berg runter. Ich nicke ihm wieder zu und versuche, Schritt zu halten. Was vermutlich nicht so einfach ist. Euch kommen mehrere Gestalten entgegen, die in elegant weiß Rom gekleidet sind und unter denen ihr goldene Schuppen schimmern seht. Und dann, als ihr näher kommt, nimmt die vorderste Gestalt langsam diese Kapuze ab. Und darunter ist das geschlechtlich nicht zuzuordnende Gesicht von einem goldenen Drachenblütigen oder einer goldenen Drachenblütigen, die euch langsam und nachdenklich mustert. Auf der Stirn seht ihr eine Perle, matt grau mit einem leichten Schimmer, die aus der Haut hervortritt, regelrecht. Als wäre sie gewachsen, bis irgendwann die weichen Teile des Schädels zurückweichen mussten von ihr. Kommen wir an denen vorbei oder stehen sie stehen euch im Weg. Ihr könntet drumherum gehen, ja. Sie steht da und schaut euch einfach an. Mit einem nicht zu lesenden Gesichtsausdruck. Gehe ich zu ihr oder ihm hin? Mhm. Stelle mich vor sie oder ihm hin. Schau sie an. Ich bin Obu, das ist... Ich weiß, wer ihr seid. Und ich weiß, was ihr getan habt. Ihr seid verhaftet für den Mord an Nathan Kossal. Und für das Lostreten eines Krieges, der die Ordnung dieses Kontinentes bedroht. Wie viele sind das? 7. Ich stehe auf dem Absatz Gerz und ränge eine Welle davon. Und an dieser Stelle würde ich sagen, überlassen wir diese Szene. Du stehst gerade etwas hilflos da. Ich werde auch hilflos stehen bleiben. Während ihr wenn ihr hinter euch seht, dass die Wächter vom Tor herunterkommen, und es sind nicht nur zwei, sondern mehrere, in deren Richtung du rennst, während die goldenen Drachenblütigen ihre Hände heben und anfangen zu singen und Licht um ihre Krallen sich bildet. Und da verlassen wir Ubo und den armen, mitgefangen Herdal als seinen Begleiter. Und vielleicht sehen euch andere Leute ja wieder, die ebenfalls in die gleiche Richtung wollen. Und das wäre verrückt. Hoffentlich nicht bei ihrer Ankunft direkt verhaftet werden. Das war unsere kleine Zwischengeschichte. Vielen Dank fürs Mitspielen, Anselm, Erik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und danke fürs Leiten, Mari. Dankeschön. Ich freue mich schon auf das. Wir sind jetzt quasi fast am Finale. Wir sind fast da. Die Kampagne geht zu Ende. Komisches Gefühl. Ich habe eine Frage aus dem Chat. Ja? Eine Frage aus dem Chat, ja. Was ist die Frage aus dem Chat? Wenn Ivelius und Nissa die Perle nicht im Drachenbild gegeben hätten, in der letzten Folge von Staffel 2, wären die beiden jetzt nicht gefangen genommen worden? Ja, dann wären sie quasi nicht gefangen genommen worden, ja. Okay. Nissa und Ivelius haben dafür gesorgt, dass die wissen, was passiert ist. Und das toll, danke Nissa, danke Ivelius. Danke. Und das nur, wirklich, weil das vielen, Eichhörnchen vielen geredet hat. Ja, am Ende ist quasi alles, was in dieser Kampagne passiert, auf kleine, niedliche Tiere zurückzuführen. Ja. Oder Pilze. Oder Pilze. Das ist auch ein kleines, niedliches Tier, ist schwierig, aber wenn man... Lebewesen, dass jede Pflanze noch Tier ist. Ja, aber wenn man sagt, Mensch oder Person, die... Orks sind Pilze. Irgendwie humanoid Vorsicht. Ist, Tier... Nicht in diesem Universum sind Orks Pilze, Vorsicht, was du sagst. Mensch, also Person, die irgendwie humanoid ist, Tier, dann ist er Pilz ein Tier. Einem Halbpilz in einem anderen Universum. Wir werden das mit der Frage nach Pilzen und ob sie jetzt eher Tier oder eher Pflanze sind nach diesem Regelwerk klären, aber ohne Kamera. Tschüss und bis zum nächsten Mal.